Löwenzähnchen. Die neue Frisur. Was war das denn? Komisch. So, ich muss los. Mach's dir gemütlich, ja? Tschüss, Keks. Okay, ich bring dir neue Lieblingsleckerlis mit. Versprochen. Also, bis später. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Was war das? Das kann doch nicht sein. Caramba. Ich schau mal nach. Ay, Dios mio. Wer benutzt denn da so komische Worte? Ein Mensch, ein Tier oder eine ganz andere Sorte? Egal, wer da spricht, mir entgeht er nicht. Ich konnte das mal sehen. Hallo? Nein. Nein, wie schrecklich. Die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Was mache ich denn nur? Oi. Ja, oder? No. Alessandro, bist du's? Ich weiß nicht. Ach, herrje, was ist denn mit dir passiert? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hattest du viel mehr Wolle. Klar hatte ich da mehr Wolle. Caramba! Aber dann hast du ja gesagt, ich soll zur Fur, weil mir die Haare kitzeln. Und nun ist meine ganze Wolle weg und ich bin kein Alpaka mehr. Caramba! Kein Alpaka mehr? Was sollst du denn sonst sein, Alessandro? Was weiß ich? Vielleicht bin ich eine kleine schwarze Giraffe und heiße Gunther. Eine Giraffe? Verkekst. Also wenn du eine Giraffe wärst, hättest du einen viel längeren Hals und Tupfen. Du bist immer noch ein Alpaka, ganz sicher. Na ja, wenn du meinst. Sieht doch ganz schick aus, deine neue Frisur. Und jetzt kitzeln dich keine Haare mehr an der Nase. Unsinn, ich sehe schrecklich aus. Ich bin überhaupt nicht mehr ich. Oi. Was soll denn das heißen? Früher, mit meiner dicken Wolle, fanden mich alle toll. Ich sah stark aus und war ein wunderschöner Mann. Sieh, aber jetzt... Also jetzt reicht's mir. Warte hier. Oi. Was macht er da? Ay, Dios mío, was ist denn mit dem passiert? Du hast ja vielleicht eine Frisur. Und wer bin ich? Na, Keks, wer sonst? Ja, siehst du, obwohl ich ein bisschen merkwürdig aussehe, bin ich immer noch ich. Daran hat sich nichts geändert. Du meinst außen anders, aber innen drinnen derselbe? Ganz genau. Darüber muss ich nachdenken. Pass auf, du hast doch beim letzten Mal so toll gesungen. Wenn du das immer noch kannst, ist das der Beweis, dass du auch innen drin derselbe geblieben bist. Los geht's! Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir. Oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz. Mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschplatschtanz. Wie findest du nur, ach wie findest du nur meine neue Topfrisur? Das dicke Haar ist weg, ich komme grad von der Fuhr. Es war nicht schlimm, aber ach und Schreck. Das dicke Haar ist weg, meine neue Kurzfrisur. Aber irgendwie auch Keck. Das dicke Haar ist weg. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz. Mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah.
Na, überzeugt? Ja, gut. Ich bin Alejandro, das Alpaka. Aber doof sehe ich trotzdem aus und so dünn. Überhaupt nicht. Ich wünschte, mein Fell wäre so kurz. Im Sommer wird mir immer total warm. Wir Hunde können doch nur an den Fußsohlen schwitzen. Deshalb hecheln wir, damit wir wenigstens ein bisschen Kühlung bekommen. Dieses Hecheln sieht sehr komisch aus. Nein, davon wird mir überhaupt nicht kühler. Was machst du denn, wenn dir zu warm ist? Oh, wir Alpakas legen uns dann auf den Boden. Das kühlt schön den Bauch. Probier's auch mal. Oh ja, sehr angenehm. Allerdings, von oben brennt die Sonne immer noch auf mein Fell. Merkst du, wie heiß das ist? Manche Alpakas baden gerne. Das kühlt richtig gut. Also, wenn du gern badest, dann magst du bestimmt auch gern Regen. So eine Art Naturdusche. Regen? No. Wenn es stark regnet, können wir Alpakas nicht mehr gut sehen und wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Oh je, dann verlauft ihr euch, hm? Exaktamente. Deshalb legen wir uns bei Regen auf den Boden, mit dem Po in Richtung Wind und bleiben so lange liegen, bis der Regen aufhört. Und dann seid ihr ganz nass. Ja, leider. Wie lange dauert es, bis eure Wolle wieder trocken ist? Lange. Nass sein macht keinen Spaß. Bei deiner neuen Kurzhaarfrisur trocknen deine Haare jetzt viel schneller. Also wirklich, kurzes Fell hat so viele Vorteile. Man muss nicht mehr schwitzen, es trocknet schneller und man sieht viel besser die Muskeln. Verkekst. Du hast recht. Ich bin jetzt ein Super-Alpaka. Alle meine Freunde werden mich bewundern. Na komm, du Super-Alpaka. Das Versteckspiel ist vorbei. Zeig dich den anderen. Lass meine Zügel los. Caramba, ich gehe ja schon. Okay, dann los. Mach's gut, Alessandro. Adios. Arriba, arriba. Jetzt kommst du. Muss ich auch schnell nach Hause. Vielleicht schnippelt mir Fritz eine neue Frisur. Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut, dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Och, komm schon. Hm? Na also. Noch mehr Quatschmatsch gibt's auf zdftv.de.